Zahlreiche postapokalyptische Bilder und Videos erreichen uns aus Santa Rosa und Nordkalifornien. Regionen, die von einer Feuertragödie und Waldbränden ungeheuerlichen Ausmaßes getroffen worden sind. Die Feuerwalze kam aus dem Nichts, berichtet Zeit Online. Nie zuvor in der Geschichte hat Kalifornien schlimmere Brände erlebt. Dabei ist der US-Bundesstaat Flammen gewohnt. Mehr als 20.000 Menschen wurden evakuiert, 3.500 Häuser gingen in Flammen auf. Bis Freitag sind 31 Menschen gestorben, mindestens 463 werden noch vermisst. Die Hoffnung, dass sie lebend irgendwo auftauchen, schwindet mit jeder Stunde. Das genauere Betrachten und Studieren der Bilder und des Videomaterials wirft jedoch zahlreiche Fragen auf, die sich im Kern darauf fokussieren, ob der militärisch-kriminelle Komplex und der tiefe Staat hier nicht eventuell nachgeholfen haben. Oh, molten metal. Neben zahlreichen Videos, die sich mit den Brandschäden beschäftigen und sich die Frage stellen, ob Santa Rosa und Umgebung so eine Art Testlabor für direkte Energiewaffen sind, ist zum Beispiel dieses Bild aufgetaucht, das häufig in den sozialen Netzwerken geteilt wird und auf dem steht: Welche Art von Waldbränden lässt Bäume intakt, aber zerstäubt bzw. pulverisiert Häuser ohne eine Spur zu hinterlassen? Gerätschaften, Betonarbeitsplatten, Toiletten, Textilien, Mauerwerk und so weiter komplett verschwunden. Feuerwehrmänner, die so etwas zuvor niemals sahen, berichteten, es ist, als wären wir atomar vernichtet worden. Demgegenüber kündigte neulich der militärische Nachrichtendienst öffentlich an, dass sie Laser- und Teilchenstrahlenwaffen, sogenannte DEWs, getestet haben, welche an Flugzeugen montiert waren. Der Musiker und Autor Jaba schreibt dazu auf Facebook: Lauffeuer verbrennt Beton und Metall, aber verschont die Bäume? Wie lange braucht man, um den Fehler darin zu verstehen? Wir hörten bereits, dass Kerosin bei einer anderen Gelegenheit Beton und Metall schmelzen ließ. Und dann die Frage, warum? Warum Häuser niederbrennen? Und die Antwort lautet Agenda 21 und 30. Gleich Entvölkerung. Bringt jeden in die Nähe der Städte, um sie besser kontrollieren zu können. Es kommt immer wieder auf dasselbe heraus. Wie viel braucht es noch, bis wir begreifen, dass in allen Domänen etwas wirklich Hässliches geschieht, in all diesen künstlich gemachten Events? Wie viel brauchen wir noch, um wirklich zu handeln und das System zu verlassen? Diese Psychopathen kennen keine Grenzen, und wenn wir Menschen weiterhin immer noch an uns selbst zweifeln, werden sie alles von jedem Lebewesen bekommen und weitermachen. Und er nimmt damit Bezug auf das Regierungsverbrechen des tiefen Staats vom 11. September 2001, ein Vergleich, der in Bezug auf geschmolzenes Metall und den pulverisierten Gebäuden in vielen Berichten gezogen wird, stets mit dem Hinweis auf die Recherchen von Dr. Judy Wood und den pulverisierten Gebäuden vom 11. September 2001. Die Ermittler tappen derzeit noch im Dunkeln, woher die auslösenden Zündvorgänge kamen, welche gleich 22 Brandherde im Verlauf der vergangenen Woche im ganzen Staat auflodern ließen. There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Vital aktiv. Der Zynismus von früher ist passé. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde nutzen. Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase.